Moin, moin. Es ist der 23. Januar, 8.23 Uhr, 2017. Das ist natürlich der Montag nach der Trump-Wahl. Und was mache ich? Ich beschließe, ich mache Diät und Sport. Und zwar mache ich das bis zur FIBO erstmal, um zu gucken, was so geht. Mal gucken, vielleicht können wir ein paar Tickets ergattern. Und dahin düsen mit den anderen beiden Bekloppen, die ja schon fleißig Sport machen. Ja, so ein paar Rahmendaten, also ich starte mit knapp 118 Kilo, würde ich mal so behaupten. Bei 1,81 Körpergröße, da könnt ihr euch den BMI erahnen oder errechnen, wenn euch langweilig ist. Ich sag mal so viel, er ist weit über 30 und damit sehr, sehr ungesund. Da glaube ich, beißt die Maus keinen Faden ab. Was gibt's noch sozusagen? Ja, ich werde erstmal Kohlenhydrate reduzieren, wie das mittlerweile so üblich ist. Da wird natürlich eine Menge Wasser verloren gehen. Aber ich hoffe, dadurch, dass ich sehr proteinreich, schwieriges Wort natürlich um die Uhrzeit, sehr proteinreich versuchen werde, mich zu ernähren, was ich auch schon begonnen habe mit einem Proteinshake heute Morgen. Berry-Geschmack, total geil, im Gegensatz zu so Schoko, was einem irgendwann zum Hals rauskommt, oder Vanille, was irgendwann abgeschnitten schmeckt. Proteinshake gab es zum Frühstück. Ich habe mir Tomaten und Thunfisch mitgenommen. Thunfisch ist ja nun auch sehr, sehr eiweißhaltig. Sonst bin ich eher so der Hühnchenmann oder Pute. Ja, heute Abend werde ich mal gucken. Also ich glaube, abends werde ich mir irgendwie was Leichtes gönnen, und wenn es nur eine Brühe ist. Also das irgendwie so abends nochmal so schwer essen und so, das habe ich jahrelang zu viel gemacht, das werde ich jetzt erstmal nicht mehr tun. Und dann wollen wir mal gucken, was so geht. Ne? Sportmäßig mache ich nur Bodyweight, beziehungsweise, also ich gehe nicht ins Studio, sondern ich mache Bodyweight, Calisthenics, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Das Kind hat ja jetzt geführt 17.000 Namen. Also Training mit dem eigenen Körpergewicht, und tatsächlich werde ich Handstandschützen nehmen, falls das jemand kennt. Habe ich welche von Nike, kann ich mal bei Gelegenheit zeigen. Dann werde ich natürlich Let's Bands Resistance Bänder benutzen. Der Test zu den Einsatzbänder, den könnt ihr schon bei uns auf der Seite www.waterkant-fitness.de schon lesen. Der andere kommt jetzt die Tage. Ja, und ansonsten habe ich noch eine Kurzhandel, mit der ich so ein bisschen speziell improvisiere, wenn ich das Gefühl habe, ich mache mit dem Bodyweight irgendeine Gruppe jetzt zu lasch, beziehungsweise ich habe Bock auf Schultern, die trainiere ich immer so ein bisschen separat dann. Ja, Aufbau oder nicht Aufbau? Nö, Fettabbau und Shaping eigentlich, das ist so das Primärziel erstmal. So, wann ist FIBO? Ich meine, es ist 6. bis 9. April. Das heißt, wir haben so, ja, 3 Monate, ne? Also 2 vielmehr, ne? Februar, März. Ist ja schon fast Februar. Ist eine Kante. Also, ich werde jetzt nicht hier die Jill-Transform machen auf 7% Körperfett. Ich glaube, das weiß jeder. Aber mal gucken, was so geht. Und ansonsten werde ich mal gucken, dass ich euch täglich auf dem Laufenden halte. Guck jetzt mal, oh, das sind ja schon fast 4 Minuten, die ich hier gesammelt habe. Eigentlich wollte ich nur Hallo sagen. Ja, geht los, wir wollen mal gucken, was so geht, und bleibt dran. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, Video like natürlich, das Übliche. Das erhöht auch so ein bisschen den sozialen Druck, das Fett abzubauen. Ne? Und dann hoffen wir mal, beziehungsweise ich hoffe mal, dass wir diese Reise gemeinsam gehen werden und das auf jeden Fall eine Menge Spaß macht. Und falls ihr Fragen, Anregungen habt, immer her damit. Ne? In diesem Sinne, moin!